Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Alex. Na ja, klar. Sieht ganz so aus, als ob Conrad den Weg Ben gerade ausliefert. Weit wird er noch nicht sein. Ich wette, er will damit nach Ignadon. Ob er wohl die Route Richtung Norden an den alten Gewächshauskuppeln vorbeinimmt? Vielleicht besser, wenn ich das im Auge behalte. Aha. Okay. Das ist die Frage, müssen wir das machen? Wo ist Big Bang? Flüchtige Wissenschaftler, bla bla bla. Wenn er damit in Richtung Ignadon geht. Naja, war ja wurscht, oder? Kann er machen. Oder? Das gehört zur Hauptmission. Okay, da müssen wir vorsichtig sein. Dann blende ich die mal aus, dann müssen wir mal die Nebenquest fertig kriegen. Diese Steckbriefgeschichte. Das wäre auch nicht schlecht mal machen. Boah, da haben wir Quests. Brüche gemacht. Im Namen der Familie. Achso, da wollen wir die Arena schaffen. Akolyt Frank. Mutprobe. Jo. Was machen wir? Würde ich sagen, versuchen wir doch mal da weiterzukommen, ne? Brüche gemacht. Wen müssen wir denn da als... William verlangt, dass ich an seiner Stelle den Kampf in der Arena bestreite. Es wäre eine große Ehre, im Namen des Dukes zu kämpfen. Na, gute Nacht. Ich und sowas, ne? Vor allem mit der Waffe. Das wird, glaube ich, eher nicht so klasse werden. Wir können mal mit diesem Cole anfangen. Cole zahlt keine Abgaben mehr für ihr Etablissement. Ich als Unbeteiligter soll herauskriegen, warum. Wenn ich das nicht schaffe, soll ich zumindest die überfälligen Zahlungen von ihr eintreiben. William kann niemand seine Leute schicken, weil sie alle zu sehr mit Cole vertraut sind. Er befürchtet, sie könnten ihn belügen. Okay, was haben wir noch? Diesen Mad Bob, genau. Für seine Lieferung warten, zu ihm gehen, genau. Dann würde ich sagen, probieren wir einfach mal, ne? Da haben wir alle Hände voll zu tun. Fangen wir, wo fangen wir am besten an? Ich würde sagen, wir porten uns runter. Und machen dann so unser Kranzerl. Und klappern jeden ab. Dap, 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 dap. Oh, renne ich jetzt raus oder nicht rein? Ich renne weg. Ganz woanders hin. Da muss ich rein. So. Ja, wo geht's da jetzt rein? So, mein Freund. Es ist wieder Zahltag. Wie spinnst du? Da du das letzte Mal artig bezahlt hast, sind es ab jetzt nur noch 100 Splitter. Na, was hältst du davon? Können wir verhandeln? Vergiss es. Ich bezahle nicht. Überleg's dir gut, Freundchen. Du willst mich nicht zu deinem Feind. Nur meine Leiche. Ich habe nicht genug Splitter, Lügen. Es ist mir egal, ich werde nicht bezahlen. Du solltest dich lieber nicht mit mir anlegen. Kampf 2, hätten wir das schon? Hier, hast du die Splitter. Sehr schön. Okay. Ich werde es den Duke wissen lassen, wie artig du gezahlt hast. Dann mal viel Spaß im Vor. Wir müssen unbedingt stärker werden, damit wir die Sau da zusammen zusammenschlagen können. Unbedingt. So, fangen wir da drüben an. La-li-la-ra-ra-ri-ra-ra-ra-ra-ra. Hier haben wir den Auftraggeber. Dann sind die Leute vielleicht da drüben irgendwo. Ich hoffe es. Horuk. Aha.
Hier hoch? Ich hab's gewusst. Ah, das schaut schon nach irgendwas aus. Also halt dir die Nase zu. Mad Pop. Hey. Weißt du, wer ich bin? Nein, natürlich weißt du nicht, wer ich bin. Also frage ich mich, wo ist das beschissene Schild, auf dem steht, hey, quatsch mal diesen Typen an? Auf deiner Stirn. Da hinten. Ich wollte mich nur umsehen. Da hinten. Ah, ein Komiker. Die habe ich immer gern zu Gast. Wo war noch mal der letzte Vogel, der sich einen Spaß auf meine Kosten erlaubt hat? Ach ja, ich habe ihn in ein Fleischkorsett gesteckt und in der Arena vor unseren Hunden tanzen lassen. Wir haben uns köstlich amüsiert. Das Geschrei und Gezappel. Schade, dass du es verpasst hast. Trotz alledem bleibt die Frage offen, was du hier im Fort willst. Wenn man mich fragen würde, und die meisten sind klug genug, das nicht zu tun, wäre meine Antwort, dass du ein Niemand bist. Und als Niemand willst du sicher wie wir alle einen Platz an der Brust vom Duke haben. Nur um dich festzusaugen wie eine Zecke, um den letzten Tropfen Milch aus ihm herauszupressen. Und glaub mir, es ist gute Milch, die er uns zu trinken gibt. Der Typ ist ekelig. Also komm. Ach so, er ist noch ein Baby, er muss gestillt werden. Wer genau bist du? Was tust du hier? Warum nennt man dich Mad Pop? Boah, das darf ich nicht fragen, hat's geheißen, ne? Also, wer bist du? Wer genau bist du? Ich bin jemand, der begriffen hat, dass Zivilisationen nichts wert sind. Ich bin jemand, der das Metall dem Fleisch vorzieht. Der Bluthund, den man nicht von der Kette lässt. Kurz gesagt, ich bin der Müllbaron, das Oberhaupt der Schrottsammler. Aha, ich habe mich schon gefragt, warum du im Abfall lebst. Oh, daher der Geruch. Boah! Ich hatte mich schon gefragt, warum du im Abfall lebst. Weil ich Abfall bin. Sieh dich mal um. Dieser ganze Planet ist eine große Müllhalde, seit der Meteor runterkam und das Elex mitgebracht hat. Aber jetzt kommt der Witz. Er war es auch vorher schon. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Kadaver und einer leeren Blechdose. Beides wird auf die Erde geworfen und zum Verrotten zurückgelassen. Und wenn ich dir noch einen Rat geben darf, tu dir selbst einen Gefallen und lass die Finger von meinem Zeug. Schlag von mir aus ein paar Köpfe ein, amüsier dich mit einer Hure. Aber wenn du deine Taschen mit meinem Zeug füllst, würde mich das wirklich kränken. Hör besser auf das, was er sagt. Okay, cool. Was treibst du hier? Was tust du hier? Weißt du, Bomben bauen ist eine große Kunst. Und wie jeder Künstler brauchst du das richtige Werkzeug. Der Maler braucht einen Pinsel, der Steinmetz einen Meißel. Wir aber brauchen das Metall. Also kratzen meine Jungs alles zusammen, was sie auftreiben können. Unseren Bombenbastlern soll ja nicht das Futter ausgehen. Darum sorge ich dafür, dass es pünktlich zur Stelle ist. Mhm. Woher bekommst du das Metall? Woher bekommt ihr das Metall? Die Ruinen der alten Welt sind unsere Fundgrube. Ich entsende meine Ratten dorthin und lasse sie mit ein paar Granaten jonglieren. Sehr effektiv, wenn man ein paar Viecher aufschrecken will, um an den rostigen Schatz zu kommen. Ratten? Meinst du deine Männer? Ratten, Männer, was macht das schon für einen Unterschied? Sehr freundlich. Du lässt also die anderen die Drecksarbeit für dich erledigen. Du hast auch Arbeit für mich. Er ist der Chef hier. Natürlich lässt der andere die Drecksarbeit machen. Hast du Arbeit für mich? Hast du auch Arbeit für mich? Deine Taschen müssen verdammt leer sein, wenn du mich um Arbeit bittest. Die meisten meiden mein kleines Theater. Dabei biete ich meinen Leuten eine gute Show, wenn einer von ihnen versagt hat. Wenn du also nicht ziellos wie eine räudige Töle in den Gassen betteln willst, hör mir gut zu. Ich biete dir an, unsere neu gewonnene Freundschaft zu festigen. Dafür musst du mir lediglich ein paar Gefallen erweisen. Na prima, das hört schon super an. Warum nennt man dich Mad Pop? Das darf man nicht. Wegen den Gefallen? Bring mir was bei. Wegen den Gefallen. Wegen der Gefallen? Womit soll ich anfangen? Womit soll ich beginnen? Für den Anfang eine unbedeutende Kleinigkeit.
Meine Leute graben die Ruinen auf der Insel im Süden nach allem möglichen Zeug um. Unter anderem auch jede Menge Altmetall, aber irgendetwas scheint sie am Abtransport zu hindern. Wenn sie aber nicht liefern, weiß ich nicht, wofür ich sie bezahle. Geh also der Sache nach und sorge dafür, dass meine Rechnung aufgeht. Mhm. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Wird gemacht. Ach, das ist eigentlich gar nicht mal so unfreundlich. Können wir eigentlich was lernen? Dazu fehlt mir die Intelligenz. Wie schön. Na super. Naja, derweil eher schaut's mau aus, ne? Ja. Ja. 5 Intelligenzpunkte, man könnte das schon wieder lernen. Weil ich glaube, so viel haben wir dabei nicht übrig, ne? Ich bin mir gar nicht sicher. Hoppala. Entschuldigung, falsch. Stufe aufgestiegen sind wir ja noch nicht, glaube ich. Na. Natürlich nicht. Müssen wir erstmal ein paar Quests erledigen, ne? Mit 2 Punkten kommen wir nicht weit. Würde ich sagen, machen wir dann seine Quest und dann wird es uns schon wieder ein bisschen besser gehen. So. Der nächste Kandidat auf unserer Liste ist irgendwo da drüben. Schauen wir mal. Da. Aha. Scheinbar da drinnen. Ich saß gestern Nacht 3 Stunden auf der Schüssel. Mein Gott. Gratuliere. Tatsächlich. Starr hier bloß niemanden zu tief in die Augen. Sonst kann es schnell passieren, so wird das dass du nicht. Als Staubfänger vor den Mauern endest. Sehr schön. Siehst Hallo. Du nicht, dass ich mich unterhalte? Man muss nicht mit jedem Misthausen gehen. Pass das nächste Mal etwas besser auf, klar? Interessanter Gedanke. Wenn hier noch jemand rausspaziert, ohne zu bezahlen, dann ziehe ich dir das von deinem Lohn ab. Das habe ich schon oder ganz ich schicke gehört. Dich zum Mad Bob. Früher oder später muss ich dir das ja Hallo. Auch der Sand der Scheißwüste in der Kehle kratzt und du was trinken willst, sprich mit meinem Barkeeper. Wenn du anschreiben lassen willst, vergiss es. Und wenn du frei vögeln willst, dann such dir einen Schakal. Hab ich Alter. Das vergessen? Oh. Boah, bist du pfui. Also du musst nicht mal Zähne putzen. Aus deinem Mund kommt echt nur pfui raus. Also ja, okay, genervt. Kannst du für mich eine Ausnahme machen? Boah, na, genervt? Genervt? Ja. Die eine Hälfte der Leute hier im Vor sind Aasgeier. Und die andere Hälfte sind Halsabschneider. Dazwischen ich. Hier über die Runden zu kommen ist nicht leicht. Also, was willst du? Bist du hier der Boss? William schickt mich. Bring mir was bei. Bist du hier der Boss? Bist du hier der Boss? Früher war es Baxter. Jetzt ist es der Duke. Mir gehört nur das Vergnügungsviertel. Wenn du also Spaß in dieser trostlosen Wüste suchst, dann bist du hier genau richtig. Aber denk bloß nicht daran, hier die Zeche zu prellen. Mad Bob ist ein guter Freund von mir. Wenn du hier Scheiße baust, dann hetze ich ihn dir auf den Hals. Na toll. Mad Bob lässt sich von dir herumkommandieren? Boah, die gehört das Vergnügungsviertel. Boah. Mad Bob lässt sich von dir herumkommandieren? Natürlich nicht. Mad Bob lässt sich von niemandem herumkommandieren. Aber er weiß genau, dass ich alle seine Freudenorte unter Kontrolle habe. Also tut er mir hin und wieder einen Gefallen. Ansonsten brauche ich nur zu ihm zu gehen und zu behaupten, du hättest ihn Mad Bob genannt. Er hasst es, so genannt zu werden. Dann wird er sich von ganz alleine um dich kümmern. Wieso sind die Outlaws noch immer in der Wüste? Wieso sind die Outlaws noch immer in der Wüste? Wir mögen es hier. Auch wenn ich von der Hitze und dem ganzen verschissenen Sand echt die Schnauze voll hab. Kein gesunder Mensch will hier leben. Das bedeutet aber auch, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Wir wollen die alte Welt gar nicht zurück mit all ihren Regeln und Gesetzen. Aha. Na dann, William schickt mich. William schickt mich. Och nee, geh mir nicht auf den Sack. Du bist doch bestimmt hier, um den Tribut für den Duke einzutreiben, oder? Richtig erkannt. Dann kannst du gleich wieder abhauen. Ich habe keine Splitter, die ich als Tribut zahlen könnte. Wenn du betteln willst, dann schließe dich mit dem Penner Red zusammen. Hol dir die Kohle bei ihm. Er schuldet mir sowieso noch was. Ist das dein Ernst? Gib mir die Splitter, sonst hole ich sie mir
hole die Splitter selber von ihm. Dein Ernst? Ist das dein Ernst? Sehe ich so aus, als würde ich scherzen? Ich habe es William schon tausendmal gesagt. Ich kann nicht zahlen, ich bin pleite. Wenn du es von Red nicht eintreiben kannst, kann ich dir auch nicht helfen. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Hat er gerade ins Glas gehustet? Warum machen die das? Kann man da was lernen? Irgendwas? Da, schau mal, Gruppe. Erhöht die Kampfkraft deiner Gefährten mit jeder Stufe. Boah, das hört sich aber nicht schlecht an. Da bin ich echt gewillt, das zu lernen. Wenn wir es lernen können. Wir haben 2 Lernpunkte. Da bin ich echt gewillt, das... Ja. Sonst geht eh nichts. Weißt was? Das machen wir. Jo, bitte. Danke. Super, das ist spitze. Und die nächste Stufe ist dann... Ja, das dauert. Das dauert, bis wir die Fähigkeiten haben. Ja, das dauert. Aber immerhin ein bisschen was gelernt. Das ist ja schon schön. So, okay. Zu einem Penner müssen wir gehen. Ja, schön. Bier, Zigaretten, das scheint nicht zu. Das könnte man scheinbar nehmen. Wie sie da alles spielen. Na schön. Okay, trinken. Ich muss los. Was hätte er denn? Was kann ich gegen dich tun? Gegen mich? Gibt's ein Problem? War das ihr. Was habt ihr anzubieten? Gibt's ein Problem? Gibt es ein Problem? Kein Problem. Wenn du etwas kaufen willst, komm zu mir. Bei allem anderen, sprich mit Chloe. Na dann. Was habt ihr anzubieten? Alles, was deine Sinne benebelt. Alkohol, Stims, nur kein Elex. Der Trip von dem Zeug ist echt scheiße. Haha, dann zeig mal, was du hast. Zeig mal, was du anzubieten hast. Kein Problem. Ein Topf. Deftig und dickflüssig, ja? Boah, ich krieg gar nicht so Hunger. Brot, Wasser, Lebenssaft. Das ist auch ein Steam. Können wir irgendwas verkaufen? Ah ja, den Hut habe ich auch noch nicht aufgesetzt. Nein, ich glaube, ha? Nee. Malerkraut. Seeröschen. Feuerteufel. So viel Zeug haben wir gar nicht zum Verkaufen, ne? Lassen wir es vielleicht noch, dass wir wirklich Geld brauchen, würde ich sagen. Och, so wird das nichts. Da hat jemand geblutet. Ist er wirklich selbst dran schuld? Was sicher Nasenbluten. So, dann eben der nächste. Vielleicht erwischen wir unterwegs den Sandler-Typen. Wahrscheinlich eher nicht. Aber gehen wir mal zum nächsten. Ladida. Was haben wir da? Rohes Fleisch. Zigaretten. Eine zumindest. Dab, 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 dab. Hier waren wir auch schon mal. So, dann müssen wir scheinbar hier rauf. 30 Jahre später. Jo, Maus. Was bist du? Bist du der Sandler? Warte mal. Red. Jo, tatsächlich. Du siehst nicht aus wie ein Bettler. Chloe sagt, du schuldest die Splitter. Fangen wir mal da an. Du siehst nicht aus wie ein Bettler. Wer den Inhalt eines Buches nach seinem Einband bewertet, wird so manch guten Schmöker verpassen, mein Freund. Aber nur unter uns. Diese Rüstung ist nicht meine. Ein guter Freund hat sie mir geschenkt. Ein kleiner Gefallen an der richtigen Stelle kann dir viele Türen öffnen. Mhm. Sei versichert, dass ich dir deine kleine Spende nicht vergessen werde. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Na gut. Aha, der hat so Handgranaten, solches Zeugs. Okay. Schachterhemd. Mhm. Okay, Rüstungszeug. Nichts für uns von Wert, ne? Nö.
Danke. Chloe und so weiter. Chloe sagt, du schuldest ihr Splitter. Und sie schickt dich, um sie von mir zu holen? Ja. Tja, mein Freund, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Welche willst du zuerst? Die schlechte? Die schlechte. Ah, du bist wohl jemand, der sich gerne von positiven Nachrichten überraschen lässt, mein Freund. Lass mich raten, das Leckerste auf dem Teller wird bei dir immer zum Schluss gegessen. Also gut, nein. Die schlechte Nachricht. Ich habe keine Splitter. Außer die, die du mir gegeben hast, aber das wird kaum reichen. Und was ist die gute Nachricht? Ich weiß, wo du die Splitter herbekommen kannst. Ich habe einen Plan. Der Plan wiederum gehört eher zur schlechten Nachricht, mein Freund. Erzähl mir einfach davon. Erzähl mir einfach von deinem Plan. Also, die Sache ist die. Ich weiß, dass Chloe dem Duke Kohle schuldet. Also vermutlich schickt sie dich zu mir, um diese Kohle zu holen. Habe ich recht? Ja. Okay, also geht es hier eigentlich um die Kohle des Dukes, die Chloe ihm schuldet. Also sollten wir ihre Kohle holen. Sie sagt, sie ist pleite. Sie sagt, sie wäre pleite. Streng genommen ist sie das bestimmt. Ich würde ihr niemals unterstellen, dass sie lügt. Ich kenne da jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Dieser jemand würde mir ein hübsches Sümmchen für den Kram bezahlen, den sie im Keller hat. Und wie es der Zufall so will, habe ich bereits vorausgearbeitet. Ich habe den Schlüssel zu ihren Wertsachen. Wir brauchen nur noch rein, raus, alles verkaufen und fertig. So einfach ist das. Ich möchte sie nicht bestehlen. Gib mir den Schlüssel, ich werde Chloe bestehlen. Zeig mir deine Ware. Gib hier Gib mir den Schlüssel. Ich werde Chloe bestehlen. Gute Entscheidung, mein Freund. Hier. Aber sei vorsichtig, nicht, dass du erwischt wirst. Wir werden ihre Schulden mit ihren eigenen Wertsachen bezahlen. Und gleichzeitig werde ich meine Schulden los. Vielleicht erklärst du mir das lieber nochmal. Lass mich nur machen. Der gute Rat kümmert sich um alles. Sieh du nur zu, dass du ihre Wertsachen beschaffst. Ihre Truhe steht vermutlich irgendwo im Keller der Bar. Ich werde mitkommen. Am besten wartest du, bis ich sie abgelenkt habe und dann schlägst du zu. Alles klar? Klar. Dann los. Na toll. Wenn wir da sind, werde ich mit Chloe reden, sodass du ungestört bist. Ja, das Keine ist Ahnung. Sehr Vielleicht heule ich sie ein bisschen voll, dass ich umschreiben lassen will. Mhm. Das regt sie immer furchtbar auf und sollte sie ablenken. Wenn du das Zeitfenster verpasst, musst du anders zusehen, wie du da rankommst. Alles klar? Na super. Das ist jetzt aber nicht so nett, weil da muss ich mal kurz... Aha, ich spring gerade. Da muss ich nämlich speichern. Ich habe noch gar nicht gespeichert dieses Mal. So, Entschuldigung. Und wir werden den Part auch gleich beenden. Also wir werden im nächsten dann schauen, dass wir das hinkriegen. Hoffe ich doch. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.